Hokus Pokus Philippus. Ey, Mü. Kannst du dich nicht mal zusammenreißen, wenigstens einmal? Herr großer Mü, was steht da drauf? Have fun? Ja, was heißt das? Ich lebe nur einmal, ich will mein Leben genießen und natürlich mit meinem Hobby. Und da will ich Spaß haben. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Hokus Pokus von Disney. Ach Mü, du bist wieder so ein ganz Lieber. Ab in die Ecke. Klemmfreunde, Servus. Ah, wieder mal was für Halloween, würde ich mal sagen. Ein tolles Set, ich muss es mir gönnen. Es hat mich so angesprochen, obwohl ich eigentlich nicht der Häuser-Fan bin. Ja, ich stehe mehr so auf Star Wars, Marvel und so. Sanctum Sanctorum, Gebäude, ja, gefällt mir, ja, alles gut und schick. Das hat ja eigentlich mit meinem Hobby hier, ja, auch Ritterburgen und so, nicht viel zu tun eigentlich. Star Wars, aber es passt halt gut zu so einer Mittelalterstadt, was ich mir eigentlich auch vorgenommen habe, weil ich habe ja meinen Tisch, also noch in Planung, klar, Tisch ist schon gebaut, aber ich muss noch hinten ausräumen und alles gut, eins nach dem anderen, kommt noch. Ich habe ja zwei Etagen vom Tisch, oben kommt Star Wars Tatooine und unten möchte ich so eine mittelalterliche Landschaft, so eine, ja, so eine kleine Landschaft machen. Und da natürlich kommt das Häuschen sehr gelegen, passt gut dazu. Ich habe mir auch zum ersten Mal Bricklink Designer Programm die Ritterburg, die Falkenritterburg besorgt. Ah, freut mich echt. Ich werde es jetzt nicht so riesig ausgestalten, so einen riesigen Mock machen. Nee, ich werde einfach die Häuser mal ein bisschen zusammenstellen. Und ja, ein bisschen so ein Zwischending drin, irgendwie ein bisschen so eine Landschaft machen. Mehr nicht, also so ein großer Mock soll es nicht werden. Aber wie gesagt, es passt gut dazu. Von daher zeige ich mal hier die Seiten und alles. Ne? Oh, das hat jetzt gut getan. Oh, das ist laut. Ich hoffe, es war nicht zu laut für euch. Hier, ich zeige euch mal die Hinterseite. Oh, mit Licht. Das ist ja putzig. Mit Lichtstein. Muss aufpassen wegen der Beleuchtung. Aber ihr seht es, zum Aufklappen. Bin mal gespannt, ob es auch modular ist, ob man es auch abnehmen kann. Hier auch zum Aufklappen, cool, gefällt mir, ja, sieht gut aus, wird bestimmt gut dazu passen. Wenn nicht, zerrupfe ich es, weil die Steine kann ich sowieso gut gebrauchen, also von daher war es für mich okay. Was haben wir denn hier? Idea, ja, share Idea, Get Support, ja, Lego, ja, ja, alles gut, alles gut, ist immer mit dabei, ne? Hier die Maße, falls es jemand interessiert, 26,7 27 hoch. Sehr schön. Ich freue mich da auf jeden Fall schon. Ja, ist ein IT-Set, ne? Sehr schön hier. Für, ich glaube, 200 Euro, glaube ich, hat es gekostet. Oder 230, jetzt weiß ich selber nicht mehr. Um die 200 Euro. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wer es noch genau weiß. Ich, wenn was sehe, hole ich es mir und dann ist der Preis für mich irrelevant. Der Bauspaß steht bei mir an erster Stelle und den habe ich definitiv wieder mit dem Häuschen. Da freue ich mich echt. Figuren auch schön, hübsch. Hübsch, hübsch. Dann schauen wir mal rein. Ne? So. Alles Plastiktüten. Okay, keine Papiertüten. Achtung, laut. Kein Zwischenkarton, Gott sei Dank. Passt. Leer, gut. Stellen wir mal weg, das Ding. Auf die Sedi. Ah, wieder, ja, schön verpackt, ja, aber hier wieder keine Laschen. Muss es wieder vorsichtig aufreißen. Ah, das, was ich eigentlich nicht so gerne mag, da habe ich immer so die Fetzen hier. Ah, hier sehe ich die Fetzen, die mag ich dann nicht. Das ist, naja, ist okay. Kann man nichts machen. Ich werde es dann später wieder mit Tesafilm zukleben. Kann ich es beim nächsten Mal wieder schön aufcutten. So, schauen wir mal. Sind bestimmt Aufkleber dabei? Ja, dachte ich mir. Aber ich besorge mir, gleich mal vorweg, ich besorge mir die bedruckten Steine. Gibt es natürlich wieder Steinedrucker. Grüße gehen raus. Echt cool, dass er immer so Setbündel macht für gewisse Sets. Nicht für alles, ja, aber für gewisse. Da bin ich echt begeistert. Ja, es sind auch nicht viele, also von daher alles gut. Alles schick. So, was haben wir? Mal eine Anleitung. Uff, ah, die hat es ein bisschen
erwischt. Eieiei, ei, ei. Naja. Kann man aber glätten ein bisschen, geht schon nicht schlimm. Ja? So, alles gut. Dicker Brummer. Ja, geht eigentlich. Für 2300 Teile geht's. Also ihr seht es wieder. Ah, Lego-typisch, ne? Ich muss dazu eigentlich nichts sagen. Das ist die Anleitung, geht's nicht. Mir geht's hier um das Set. Macht Spaß hier sogar. Oh, guck. Schön, schön, schön. Schön eingerichtet. Tüte 9. Hä? Gibt es da nicht viele Tüten? Oder Bauabschnitte, sagen wir es mal so. Muss ich mal gucken. Letzter Bauabschnitt. 15, okay. 15 Bauabschnitte, bin ich mal gespannt, wie viele Tüten das sind. Wahrscheinlich müssten es dann 15 sein. Mit den, mit den, der Sonderpackung hier. Oh, schöne Blades. Haha. Sehr schön. Okay, zähle ich mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 Tüten sind es, also 19 mit dem. Und so wie es aussieht, Tüte 1 hat 2. Also Bauabschnitt 1 hat 2 Tüten, so wie es aussieht. Muss ich nur gucken, wo das ist. Immer da, wo der Teile drin steckt. Ah, da. Tatsächlich, ein paar Bauabschnitte haben 2 Tüten, deswegen so viele. Sorry fürs Rascheln. Ich versuche es jetzt zu verhindern. Also ich lasse das jetzt mal so. Ich räume dann auf, wenn ihr weg seid und ich in Ruhe bauen kann. Und dann komme ich wieder. Für euch ist es nur eine Sekunde. Für mich ist es eine Woche. Ich muss jetzt aufhören. Tüte 5, weil Tüte 6. Genau. Hier wird schon überbaut. Somit könnt ihr da nicht mehr ordentlich reinsehen. Deswegen zeige ich euch jetzt bis Tüte 5. Damit ihr noch schön reinsehen könnt. Fokus, also ranzoomen. Ihr seht, hier schöne Ablage fürs Buch, kann man aufmachen. Ne? Also ich habe die Aufkleber nicht angebracht, weil ich ja noch warte, bis die bedruckten Steine kommen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, bis zum Ende vom Bauen die bedruckten Steine aufzubringen, weil ich warte noch auf ein anderes Setbündel von einem anderen Set, sagen wir es mal so, lasst euch überraschen. Und darauf warte ich noch, genau, und mal schauen, wird hoffentlich kommen. Also ihr seht, Innenausstattung, ne, sehr schön, da ist hier die Mühle, ne, funktioniert auch, einwandfrei, ihr seht es da hinten. Was das dann hier in Bewegung bringt, weiß ich noch nicht, ist klar, ist ja noch gebaut, aber hier, coole Bautechniken. Sind hier nur so Viertelkreise, hier wie sagt man denn, ja, so Zaun, so eine Art Zaun. Ja. Dann hier die 2x1er Fliese mit so einem Doppelsiegeln hier einfach nur eingeklippt. Und fertig. Für mich sieht es ein bisschen nackig aus, ja. Ich muss mal gucken, ob ich noch so Fliesen habe, so Rundfliesen in Braun. Klatsche ich das hier voll und hier in der Mitte möchte ich auch noch eine Runde rein. Dass man das hier nicht sieht. Mal schauen. Aber sonst sieht schon urig aus. Schön, passt schon. Die Punkte, ihr könnt es drehen, wie ihr wollt. Ihr wisst ja so, ne, dass man es nicht mehr sieht. Mir ist das egal, mich stört das nicht so. Ich war froh, dass ich fertig bin mit dem Ding. Funktioniert einwandfrei. Die Windmühle, also Windmühle. Wasserrad, nicht Windmühle, ups. Da müsst ihr auch aufpassen, genau, die müsst ihr auch immer schön hin. Richten, ja, jetzt komme ich nicht mehr dran. Einmal mit Profis hier. Hier mein Stift. Drücken wir es wieder rüber, dass das hier einigermaßen so schön passt dann, ne? Dass es hier gleichmäßig aussieht. Müsst ein bisschen selber ein bisschen gucken, ne? Bis es dann ungefähr passt. Genau. Sieht gut aus, passt. Aber ich wollte ja euch das Innere mehr zeigen, das Äußere kann ich euch dann später noch zeigen, ist ja kein Problem. Hier ist das Lichtlein, ne? Echt cool. Warte mal, ich mach mal dunkel. Der Leuchtstein. Sieht doch cool aus. Feuerfrei. Echt schön.
Echt gelungen. Ich dachte, es wäre eigentlich ein bisschen größer. Ja, 16 mal 16er Plate ist es. Ja. Also zweimal hier die. Ja, nee, Quatsch. Ist schon größer. Das ist eine 8 mal 16. Also ihr seht, ist schon größer. Ne? Genau, sind nochmal 20, 4 dazu. Also 20 auf 20 Noppen. 6, 8, 10, 12, 14, genau. Und 20 Noppen auf 20 Noppen. Ja, ich weiß jetzt die Maße nicht, aber egal. Also 20 Noppen auf 20 Noppen. Und wird dann hier seitlich, kommt dann noch was dran. Und hier auch was dran, weil hier haben sie schon was dran gebaut. Also ich habe was dran gebaut. In der Anleitung haben sie schon was dran gebaut hier mit zwei Pinne, schwarzen Pinne. Hätte man auch graue nehmen können, ja. Ist ja nicht schlimm. Die hat man bestimmt übrig von einem anderen Set. Von daher, aber hier, jetzt guck mal rein. Schön, oder? Jetzt muss ich das, den Bogen mal versuchen wegzubekommen, dass der Fokus hier nicht auf den Bogen geht. So, genau. Das Licht noch. So, jetzt könnt ihr schön sehen. Ablagen, alles da. Moment. Kann man aufmachen, ist leer. So eine Art Mühle, ne? Pfeffermühle mit Hand. Ich habe vergessen, wie das heißt. Könnt ihr mal auch in die Kommentare schreiben. Ich weiß gar nicht mehr. Handmühle, Handstampfer? Ja, keine Ahnung. Hier lauter Hexenmischungen. Wie sagt man? Alter, mir fällt das Na die Namen nicht mehr ein. Meine Güte, ich bin alt. Aber ihr seht, hier eine Ablage. Ne? Das sollte eigentlich auch. Hier sollte ein Aufkleber drauf. Tastatur. Ja, ich freue mich schon auf die Drucker, wenn die kommen. Kann man drehen, ne? Ist schon schön. Ich drehe es mal. Apropos drehen, ich drehe es mal. Hier Frösche zu verkaufen. Coole, bunte Frösche. Schön Totenkopf. Ne? Alles schön, alles schick. So, somit habt ihr es gesehen innen, weil es wird ja dann überbaut. Ne? Das wollte ich ja eben jetzt euch noch zeigen, bevor ich es überbaue. Kann ich euch noch schnell mitnehmen, weil ich habe ja schon ein Teil gebaut. Also hier die 1x8er kommt hier hin, weil genau die 1x8er kommt hier drüber, weil das hier kann man dann Entschuldigung, so kann man dann hier einfach aufmachen und kann man reingucken, kann man beziehungsweise eine Figur reinstellen auch. Ja, ist schon cool, das Set gefällt mir echt gut. Die Steine vor allem. Also wenn ich keinen Bock mehr habe auf das Set, zerrupfe ich es und nehme es mir mal Mock her. Das passt ideal. Die Steine sind sehr gut, passen, kann ich fast alle hernehmen. Genau deswegen. Jetzt wird hier die Platte drüber gebaut und dann sieht man halt schlecht rein. Ne? Kann ich es euch wieder schlecht zeigen. Also von daher, hier sollten eigentlich auch an die Tür innen und außen Aufkleber dran. Möchte ich aber nicht. Ich möchte bedruckt haben. Soll ja auch schön sein. Schick, schick. Ganz kurz, einen Fehler habe ich gefunden. Hier in der Anleitung. Hier sollte eine eckige 1x3er, ne, Plate mit einer 1x1er Plate verbunden werden, aber hier ist ein normaler 1x1er Stein und hier unten ist die Plate, obwohl der Stein verbaut sein sollte. Das heißt also, die Plate gehört hier oben hin, der Stein hier unten, aber ihr seht es ja, ist ja ganz einfach. Ist ein Druckfehler. Von daher, Schwamm drüber, ich habe es euch gezeigt. Fertig, ist nicht schlimm. Ne? Alles gut. Ansonsten hier rot umrandet, ne? Echt toll. Also für mich kein Fehlkauf, also echt toll. Also ach, genial. Also ich bin hellauf begeistert. Das Ding ist einfach genial. Ich habe vorhin vergessen, euch noch zu sagen, hier Tüte 1 war das hier noch, also ohne Figürchen mal weg. So, Tüte 1 war das hier noch. Ja. Der Miezekatze. Ja, keine Ahnung, warum das hier so, was das sein soll, weiß ich nicht. Vielleicht, dass man es mal ein bisschen so machen kann. Dann davor hinstellen beim Eingang. Also das ist jetzt nicht der Eingang, aber ist jetzt nur Beispiel so, dass man so hintrapieren kann. Ne? Ja, auch nicht schlecht. Das Haupttor. Ja. Ist okay. Nett gemacht. Ne? Aber wie gesagt, die Steine könnte ich so auch gut gebrauchen. Also für mich, sehr cool. Definitiv.
behalte ich. Haha, das gebe ich nicht mehr. So, jetzt zeige ich euch mal, wie weit ich gekommen bin. Bis zu der 10 habe ich jetzt gebaut. Ihr seht, es ist jetzt alles verbaut. Ich könnte euch innen gar nicht mehr zeigen. Deswegen war es auch gut, dass ich nur bis zu der 5 gebaut habe. So habt ihr den inneren Komplex hier, also die untere Etage habt ihr, die könnt ihr besser sehen dann, also habt ihr besser sehen können, ne? Sehen können, hätte Fahrradkette, genau. Klein, aber oho. So, aber cool, hier sind Türen zum Aufmachen, kann man reingucken, sehr schön. Hier ist ja unten der Leuchtstein, ne, zum Drücken. Coole Sache. Soll ich euch mal ranholen? Ja, glaube ich es besser. So, wie gesagt, das Innere habt ihr ja schon gesehen. Bis auf Tür zu, es zieht. Bis auf das obere hier. Ah, muss ich mal abstellen. Ja, ich glaube, ich zoome wieder ein bisschen weg und sieht das besser. Hm? Das Licht auch wieder ordentlich hin. Zack. So. Ein schöner Schlafplatz für das Skelett. Alles da. Oder zoome ich doch mal ran? Ja, ich glaube, ich bin so. Ja, genau. Dann sieht das auch schön. Ne? Die Ketten hängen hier runter, weiß ich noch nicht warum. Es waren auch zwei Ersatz dabei, warum auch immer, die werden nicht verbaut. Also insgesamt waren vier dabei, zwei bleiben übrig. Ist cool. Kann ich immer gut gebrauchen, Ketten. Aber ihr seht, schön verbaut, schön klein hier. So eine kleine Mühle hinten. Das Bettchen hier schön. Der Fledermaus oben drauf. Echt toll geworden. Ups, der Besen ist umgefallen. Der lehnt auch nur an der Wand so dran. Warum auch immer. Ups, jetzt ist er ganz rausgefahren. Achtung. Also der Besen, der lehnt einfach nur an der Wand. Und ich weiß nicht, hätte man auch festmachen können mit einer Luppe. Hier an dem Eck hier, ne? An dem Eck hier und so an der Wand wird er dann einfach angelehnt. So, fertig, genau. Ich kann da nicht lang rumdrehen, ich versuch's mal. Jetzt ist er umgefahren. Aber ihr seht, da unten ist ein Eck. Da kommt der Besen dann ran. Uff, okay. Der andere Besen ist befestigt mit einer Noppe. So eine 2x2 Fliese mit einer Noppe in der Mitte. Auch der Saugstauber, Staubsauger, ist befestigt. Hier ein paar Büchlein. Also ist echt schön. Schöne kleine Details. Und die Mühle hat nun ihren Zweck. Zoome ich dann wieder weg. Also, wenn die Mühle drehst, sieht man, oben gehen die Flammen raus, rein, raus, rein. Ja, ist nett gemacht. Ist eine nette Spielerei. Ne? Ihr seht's. Ist lustig. Da, kann ich den ganzen Tag machen. Sehe ich nicht. Ups, bin schon wieder an der Halterung dran gekommen. Ihr seht's, da ist die Halterung. Dach, ne? Dachprofil ist schon gemacht. Jetzt werden dann die Dächer gebaut. Links und rechts. Die Seite, glaube ich, kann man dann aufklappen. Echt cool. Bin mal gespannt, ob da noch was reinkommt. Freue mich schon aufs Bauen. Hier wieder Drucke. So einmal drei Fliesen. Moment. Mit Holzoptik. Ne? Ich verstehe nur nicht. Ja gut, die Technik-Bricks, okay, dass man die dann da dran machen muss. Ja, aber jetzt hat man hier zwei übrige Löcher. Mal gucken, was ich da reinmache. Vielleicht so einen grauen Pin. Mal schauen. Das irritiert mich ein bisschen. Nur vielleicht wird es eh noch verbaut. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich werde es dann sehen. Wie gesagt, hier die Türen. Also, ja, inoffizielle Türen, dass man halt reinschauen kann. Hier auch. Moment. Das ist auch Druck. Sehr cool. Ich hoffe, ich schaffe es noch, die Drucke rechtzeitig zu bekommen. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Könnt das leider nicht sehen. Aber ihr habt ja den Aufkleberbogen gesehen. Ne? Kann sich jeder selber entscheiden, ob man dran macht oder nicht. Ich finde es auch ohne Aufkleber schön, das Set. Also von daher. Ups, ich habe die Laterne abgerupft. Es sind ja kleine Spielereien. Wenn die Aufkleber hier an der Tür dran sind, ne, sieht es halt ja, ein bisschen realistischer aus mit der Holzoptik und so. Aber ohne sieht es halt ein bisschen nackig aus. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Von daher, ne? Alles gut. Echt schön geworden. Ne? Hier kann man die Fliesen, kann man so hinrichten, wie man es braucht. Ja, schnucklig. Einfach schnucklig. Mir gefällt's. Also,
Der Schinken ist weggeknuspert. Echt ein tolles Set. Ich hatte mega Spaß. Tollen Spaß. Schnuckelig, putzig das Häuschen. Ja. Hätte es mir ein bisschen größer vorgestellt, aber es ist ja dann doch wuchtig geworden, wie ich finde. Also es ist okay. Es ist ganz schön. Hier eine Gaube, eine Dachgaube. Eine Dachgaube ist ja das, was dann vorsteht an einem Dach. Ah, herrlich. Also ihr seht, hab's jetzt fertig gebaut komplett. Hab's euch vorhin ja gezeigt, das Innere vom Häuschen. Hier kann man aufklappen. Jetzt weiß ich auch, wofür die Löcher waren. Ne? Damit man das Dach befestigen kann. Die andere Seite könnte man theoretisch, Moment, könnte man theoretisch auch anheben, aber es ist mit hier dann verbunden und schwierig, schwierig, schwierig. Da müsste man die Gaube abnehmen und ein bisschen was vom Kamin. Möchte ich jetzt nicht, deswegen hier die Seite reicht ja vollkommen aus. Und ihr seht es gerade, hier hängen Leute rum. Skelette hängen rum. Cool gemacht, wie ich finde. Coole Idee. Hexenhaus, klar. Sollen dann kleine Kinder wahrscheinlich sein. Keine Ahnung, die wo da vergessen worden sind da oben. Mach's mal ab. Es ist nur an zwei. Und zwei so Schrägen komplett oben und unten fixiert, ja. Die anderen sind einfach nur so angelehnt, ne? So, damit es aussieht wie ein Gitter. Schön, die Figur könnt ihr dann einfach so reinstellen oder reinsitzen, reinlegen, wie auch immer ihr wollt. Dann hier festmachen, schön, schön. Ja, da muss man halt immer aufpassen, wenn man es festmacht. Drückt man die Stangen rein, dass es ein bisschen schön aussieht, ne? So, genau. Und dann hängen die da so. Echt cool, echt schick. Jetzt versuche ich mal euch ranzuholen, dass ihr noch zumindest das hier noch seht. Ihr habt es ja vorhin gesehen, das Bett innen hier wurde hier noch ein Rahmen rundum gemacht. Hm? Hier ist noch Kerzenhalter oder ja. Echt schön gemacht. Ansonsten, das andere habt ihr ja schon alles gesehen. Ne? Hier noch eine Spinne. Und wie gesagt, die zwei hier sind dann so befestigt. Somit sind die Löcher auch zu. Alles gut. Ich hätte mir gewünscht, den Technikbrick auch in Braun, ne? Der Farbe. Das wäre schon schön gewesen. Aber, ja, ist halt so. Ich finde es nicht schlimm. Von daher. Ihr könnt auch noch hier reingucken, ne? Das Häuschen, was ich gebaut habe, dann noch zum Schluss. Das Nebengebäude hier. Ne? Ihr seht's. Machen wir zurück. Feuerchen, Sitzgelegenheit, schön, schön, schick. Könnt ihr hier dran machen, ne? Hier sind ja zwei Aufnahmen, zwei Pin-Aufnahmen und hier zwei Pin. Wurde oben mit 2x2 Technik-Achsen hier, ne, also zwei Technik-Achsen gelöst. Ich will aber, dass es hält, weil ich habe es vorhin getestet, unten sind die schwarzen Pinne mit Friktion, die halten, aber oben ist es nur so drin, dass es halt nicht hin und her babbelt. Ja, aber wenn ihr das Häuschen anhebt, dann drückt das Dach ein bisschen weg. Deswegen mache ich hier die berühmten blauen Pins rein. Also wie gesagt, hier könnt ihr nochmal gucken. Kleiner Ofen, alles da, alles schick. Ups, das ist schief. Ja, zack, genau. Ne? Und dann könnt ihr es hier schön dran machen und hält auch oben und unten. Also ist nicht viel Aufwand. Zack. Ne? Jetzt muss ich es kurz anheben. Genau, wenn ich es jetzt anhebe, seht ihr, ist es dran, hält. Weil vorhin hat es ja eben nicht gehalten. Durch die zwei ist es ein bisschen davon gehängt. Also es hing davon. Ja, das mag ich nicht. Aber es hält trotzdem, es hält auch mit denen, also von daher sind da unten die schwarzen drin. Also von daher alles gut, alles schick. Hier fehlt noch was. Ups, jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Tür nicht kaputt mache. Hier fehlt auch noch was, ne? Das wird auch dann so dran gebaut. Dann mit zwei Pinnen festgemacht. Obwohl, guck, sie hätten sogar eine braune. Eine Vierer, ja, vielleicht hätten sie auch eine Sechser. Komisch, komisch. Macht man auch hier fest dran. Zack. Somit
Sieht das Häuschen echt schick aus. Gefällt mir echt gut. Sehr schön. Wenn es mir mal nicht mehr gefällt, dann kann ich es zumindest zerlegen und als Teilespinner nutzen. Für meinen Tatooine-Mock, wie gesagt. Also ich finde es echt genial, das Häuschen hat was. Macht echt Laune. Und wie gesagt, hier habt ihr die Türen. Da könnt ihr reingucken. Feuerstelle, ne? Lightbrick dabei. Echt witzig, echt lustig. Schön, gefällt mir, echt gut. Die bedruckten Steine sind leider jetzt nicht gekommen. Werde ich aber ein anderes Mal anmachen, anbringen. Alles gut. Aber ihr seht, geht auch ohne Aufkleber. Also von daher, das Rädchen, ihr seht es oben, funktioniert alles, alles gut. Auch ein kleiner Gag. Ah, lustig. Aber so im Ganzen, ne? Aber ich hole euch mal ran. Genau. Und zeige es euch nochmal so. Hier schön langsam drehen. Ja, die Holzstreben hier, die könnt ihr ja richten, wie ihr braucht. Also von daher alles gut. Ja, wie ihr wollt. Dass es ein bisschen marodig aussieht, ne, das Häuschen. Echt gut gemacht. Hier auch mit den Dächern. Mit den vier Dächern ist es ja auch so, sind die 1x3er einfach nur auf einen Pin angesteckt. Ja, angedrückt, ne, also angeklemmt. Dann könnt ihr es so hinmachen, wie ihr wollt. Also von daher echt schön, echt schick. Gefällt mir gut. Sehr gut sogar. Wieder mal ein sehr tolles Häuschen. Ich hatte mega Spaß. Das war die Hauptsache. Es gefällt mir auch, wie gesagt, sehr gut. Vor allem die Seite hier, die gefällt mir besonders gut. Oder? So ist schön. Genau. So. Das hier, wie gesagt, Bauabschnitt 1, baut er hier das Gestell. Das soll das Tor sein, der Eingang. Das könnt ihr dann hier so hin machen normalerweise. Ne? Ah, ich wollte hier die Figuren zeigen. Bedruckt Salz. Ne? Zeige ich euch jetzt schnell mal hier. Zack. Auch wieder Moment, Fokus. Mit Fokus wäre es besser. Hier zwei Gesichter. Ne? Schöne Hosentaschen. Ja. Armbedruckung, das wäre es halt noch. Das wäre das i-Tüpfelchen gewesen. Hier auch Hosentaschen, zwei Gesichter, erschrecken und freudig. Zum Glück sieht man es fast nicht. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch mit den zwei Köpfen. Aber wenn man lange Haare hat, sieht man sie auch nicht. Von daher alles gut. Hier die Kleine, auch schön süß mit Röckchen. Dual Mold Haare müsste das sein. Echt cool. Sieht gut aus. Zack. Gefällt mir. Echt gut. Echt, echt gut. So, und nun die drei Hexen. Hier guckt grimmig. Und hier genauso grimmig. Aber hier schaut es böse und hier schaut es einigermaßen normal. Oder erschreckend? Ja, erschreckend. Cool, mit der Pfanne. Ich hau dich. Oder hier, klein Mimi, genau. Mimi war böse. Zack, 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 bum, bum, bum. Schön auf den Poppes hauen. Ah, wieder die Umhänge mit nur einem Loch drin. Ne? Mir wäre es halt lieber, wenn es zwei hätten, weil dann kann man es schön zusammenfalten. Dann bleibt es auch besser nach unten. Besser unten der Umhang. Ja, aber es ist ein weicher Stoff, der bleibt auch so nach unten. Ne? Von daher ist auch okay. Ist okay. Sind aber die doppelten besser, also die, wo zwei Löcher haben. Hier bei den Langhaaren ist es ja gut, weil die Langhaare drücken. Escape, den Umhang nicht um, also nicht hoch, sondern runter. Das ist das Gute dran. Ja, sonst würde er auch wieder ein bisschen so davon hängen. Hier auch zwei Gesichter. Sehr schön. Zack. Echt cool. Die hat mir am besten gefallen beim Film. Das war eine hübsche. Die fand ich vor allem lustig hier mit ihren Lippen. Und wenn sie dann hier Kinder, die Ding aussaugen, die Seele aussaugen oder die Kraft aussaugen. Ah, ich habe den Film schon lange nicht mehr geguckt. Müsste ich mal schauen. Auf jeden Fall auch tolle Figur. Echt nett, echt schön. Gefällt mir. Wie gesagt, anbedrucken. Das wäre es noch gewesen. So, Klemmfreunde. Das war's. Zack. Ihr seht, ein schönes Set. Von daher immer wieder gerne. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Video, wenn ich wieder bauen darf. Bin schon gespannt, was es wird. Ich lasse mich da selber immer überraschen. Also von daher, kleine Freunde, vielen Dank fürs Zusehen.
Mir ist es zwar nicht wichtig, aber trotzdem, andere sagen es ja auch. Lasst gerne ein Abo da, Daumchen, wenn es euch gefallen hat. Ne? Ihr wisst ja Bescheid. Die üblichen Verdächtigen, das übliche. Zack, zack. Wie sagt der Brickklempner immer? Ja, rim, bim, bim und so. Also von daher, Klempfreunde, habt Spaß am Klemmen. Ne? Beziehungsweise habt Spaß an euren Hobbys. Das ist das Wichtigste, sonst wird es ja Arbeit heißen. Also von daher, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.